Vom Challenge League Club Winterthur ist der Remo Freuler zum FCL gekommen. Der 21-jährige U21-Nationalspieler spielt im zentralen Mittelfeld und ist bis jetzt zweimal in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen. Ja, der erste Einsatz in St. Gallen war gut. Wir haben dort 30 Minuten gespielt. Und es war sicher schön, von so einer Kulisse das erste Mal für den FC Luzern zu spielen. Nach in Sion habe ich gerade von Anfang an gespielt und ist mir eigentlich noch recht gut gelungen und habe Freude gehabt. Ja. Der Verteidiger Fidan Aliti hat in der Vorrunde noch beim FCL in der U21 gespielt. Ursprünglich kommt der 20-Jährige aus dem Kosovo und hat gerade diese Woche beim FCL einen Nachwuchsprofivertrag bis 2016 unterschrieben. Es bedeutet mir sehr viel. Ich meine, das ist ein Zeichen, dass es sich gelohnt hat, so viel zu kämpfen und so viel zu investieren dafür. Aber jetzt fängt es erst richtig an bei mir. Und ich schätze sehr, dass der Verein mir die Chance gibt und ich möchte auch etwas zurückgeben mit Leistungen. Gegen Sion sind die beiden von Anfang an mit dabei gewesen. Und so beschreiben sie ihre Stärken und Schwächen. Also zu den Stärken sicher mein Wille, mein Ehrgeiz, etwas zu erreichen und auch für die Mannschaft auch etwas zurückgeben für das, was sie mir geben. Und zu den Schwächeren kann ich sagen, dass ich sicher mehr arbeiten muss, sei es in läuferischen und wahrscheinlich auch in der Schnelligkeit. Ja, meine Sprechen sind sicher, ich habe den Spielüberblick im Mittelfeld und sehe den freien Mitspieler, wo ich mich vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, das ist in der defensiven Hinsicht, aber ja, das hat dem Trainier jeden Tag hart und ja, dem arbeite ich. Der Remo Freuler und der Fidan Aliti. Gegen Zürich stehen sie vielleicht wieder gemeinsam auf dem Platz mit einem erklärten Ziel. Ja, es ist ein gutes Spiel gegen den FCZ und dass wir gewinnen. Ein Sieg auf jeden Fall. Und dass wir den Zuschauern etwas zurückgeben können. Damit sie am Schluss nicht wieder im Gegnermund zum Sieg gratulieren. Grüezi miteinander. Radio Pilatus Comedy Night im KKL Lucerne. Radio Pilatus Comedy Night im KKL mit dem Feri, Stefan Büsser, Helga Schneider, Sergio Sardella und der Margrit Borne. Am Samstag, 3. Mai im KKL Luzern. Tickets und Infos auf radiopilatus.ch.